Hallo Freunde, ich bin Siegfried Eichhorn. Ich bin wieder mal am Ammersee hier am Ufer unterwegs und habe jetzt am Anfang in einem Schilf versucht, irgendwie mir den Weg vor zum Ufer durchzubahnen, aber keine Chance, ich bin nicht durchgekommen. Ja, jetzt bin ich wieder den ganzen Weg zurückgelaufen und suche mir jetzt einfach mal einen Baumstamm aus oder irgendein Treibholz, was jetzt hier noch im Wasser rumliegt. Und ich habe hier auch schon ein mögliches Motiv gefunden. Wir haben ganz kurz vor Sonnenuntergang, habe noch 10 Minuten Zeit. Und ja, jetzt baue ich die Kamera auf, werde vielleicht noch einen ND-Filter vorne draufschrauben, um das Wasser ein bisschen zu glätten, weil ich mag einfach die Stimmung, wenn es spiegelglatt ist. Schießt dieses Foto noch, ja. Mei, und muss dann leider wieder heimgehen. Ich wollte eigentlich einen geileren Spot finden, aber hat jetzt gerade nicht hingehauen. So, diesen Baumstamm hier habe ich gefunden und da geht die Sonne unter. Soweit, so gut. Ich glaube, was ganz cool ist, ist, wenn ich eine bodennahe Perspektive wähle, um diesen schönen Schnee irgendwie auch besser mit drauf zu kriegen. So, dass ich dann quasi 2/3 Wasser im Vordergrund habe und 1/3 Himmel. Ja, könnte funktionieren. Das ist jetzt auf jeden Fall mein Plan. Ich fotografiere wieder mal mit meiner Sony A7 III. Und diesmal auf 16 mm mit dem F4 Sony Objektiv. Und ja, jetzt sehe ich schon hier, da komme ich gar nicht nah genug ran mit 16 mm. Dann meinetwegen auf 20. Ist ja schon geil, wenn man ein Zoom-Objektiv irgendwie auf Tasche hat. Den ND-Filter stecke ich als erstes. Oh, Kamera drauf. So, stecke ich als erstes drauf. Dann meinen Verlaufsfilter. Den Steady Shot schalte ich standardmäßig aus. Die Auslöserverzögerung von 2 Sekunden schalte ich ein. Das heißt, ich drücke den Auslöser, dann passiert erstmal nichts. Erst nach 2 Sekunden wird das Bild gemacht. Manuell fokussieren wäre jetzt für mich das erste wirkliche To-Do. Das heißt, ich suche mir mal die Mitte von dem Baumstamm am besten aus und gehe hier in die Display-Lupe rein. Display-Lupe, deswegen, dass ich die Schärfe richtig gut beurteilen kann, muss ich halt nah dran sein. Das 16 bis 35 ist nicht das schärfste Objektiv, aber für meine Zwecke reicht es. Okay, jetzt geht es um die Bildkomposition. Dabei achte ich jetzt bei der Bildkomposition darauf, dass ich nur 1/3 Himmel aufnehme und schaue, dass der auch in der Waage ist, der Himmel, beziehungsweise der Horizont. 25 Sekunden belichte ich und go for it. Schade, die Sonne kommt nicht mehr durch, es sieht nicht danach aus. Ja, man kann nicht alles haben, aber ich bin zumindest draußen in der Natur und schimmel nicht in meinem Zimmer. Also die Spannung immer, finde ich ja echt am geilsten, diese 25 Sekunden abzuwarten, um dann zu sehen, ist es gut, ist es nicht gut. Es ist nicht gut, es ist viel zu hell. Also man kann sich nicht in allen Fällen auf das Histogramm verlassen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das Histogramm zeigt mir jetzt hier, es fällt nach links ab. Es müsste eigentlich total dunkel sein, das Bild beim Machen. Wenn ich jetzt draufklicke, ist es total überbelichtet. Das liegt an der Mehrfeldmessung dieser Kamera. So, das heißt also mit anderen Worten, ich darf nicht so lange belichten. Oder ich schraube die ISO ein Stück runter. Oder ich schließe die Blende mehr. Also, gehen wir nur mal auf eine 20er Belichtungszeit. Und ISO vielleicht auch mal tatsächlich nur auf 250. Dann mache ich das Bild nochmal. Ja, die perfekte Belichtungszeit kann man sich auch ganz gut selbst errechnen oder mit Hilfe einer App. Aber ich mag das vielmehr, mich auszuprobieren. Nachteil ist natürlich, dass einiges an Zeit verloren geht durch diese vielen Versuche. Kleines bisschen Ahnung von der Kamera und den manuellen Einstellungen sollte man schon mitbringen. Gut, ist eigentlich ganz gut geworden auf einer 7er Blende. Kann ich mit leben.
ist halt einfach mal ein toter Baum. Ne? Wichtig zu wissen ist auch, wenn man die Brennweite verändert, muss man auch wieder neu fokussieren, weil es sind keine Cinema-Kino-Objektive, sondern normale Fotoobjektive. Und da ändert sich der Fokuspunkt auch, beziehungsweise die Schärfe, wenn man die Brennweite verändert. Das muss man immer ein bisschen mit bedenken. Ja, es ist wie es ist. Das Motiv wird nicht besser. Und dann ist es zumindest mal ein neues Foto, was ich mit nach Hause nehme. Happy bin ich aber nicht damit, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon genug Bäume oder Wurzeln fotografiert. Ich brauche mal was Neues. Ich laufe das Ufer jetzt noch ein bisschen entlang. Mal schauen, vielleicht finde ich ja noch irgendwas Schönes. Mal gucken. Ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht Richtung Auto gelaufen. Aber ich habe hier noch eine Baustelle entdeckt. Und habe abgewartet, bis die Bauarbeiter mit den Baggern hier weg sind. Jetzt schauen wir mal, was da steht. Irgend so ein Strandhäuschen. Bademeisterstation. Und die nehme ich jetzt als Motiv. Und ich zeige euch schon, wie. Ich habe meine Kamera schon aufgestellt. Ich finde jetzt voll geil, gerade was gefunden zu haben. Zuerst habe ich versucht, hier aus der Perspektive ein Bild irgendwie zu machen. Gell? So. War aber nichts. Sah nicht so richtig geil aus. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Jetzt gehen wir her. Schaut mal her, das ist doch ein geiler Rahmen, oder? Ist das nicht cool? Ja, jetzt mache ich genau zwei Fotos. Und zwar ein Foto, in dem ich die Kamera etwas anhebe, damit ich hier oben das Loch, das Ausguckfenster noch mit drauf bekomme. Das sieht ganz interessant aus. Und das zweite Foto wird dann einfach nur hier dieser Holzrahmen sein, den ich im Vordergrund habe. Und da schaue ich dann zu, dass das Bild, also dass die Holzbalken nicht zusammenfallen, also nicht rundlich wie ein Ball dargestellt werden. Dafür muss ich die Kamera dann komplett waagrecht, also horizontal halten. Und so bin ich jetzt doch noch zu meinem Foto gekommen. Jetzt ist die große Frage, was stelle ich scharf? Ich entscheide mich jetzt hier einfach dafür, dass ich die Holzpfähle, die Stützpfeiler scharf stelle, weil die eigentlich mein Vordergrund sind und auf einer 9er Blende denke ich, dass auch der See einigermaßen scharf zu sehen sein wird. Jetzt gehe ich schnell an, bevor das Licht komplett weg ist. Ich kann jetzt nur eine halbe Sekunde lang belichten auf einer 9er Blende. Ich habe jetzt auch keinen Filter mehr drin. Und der Himmel färbt sich schön rosa. Jetzt wird es langsam kitschig. Cool. Das ist jetzt einmal das Foto. Wenn man sich jetzt dieses Bild noch mit richtig viel Schnee vorstellt, wird es noch schöner, weil dann reflektiert der Schnee gleichzeitig auch nach oben und da kann man in den Abendstunden hier ein super geiles Bild machen auf der Baustelle. Geil. Juhu! Das nächste Foto wird jetzt das hier sein. Ich fotografiere direkt horizontal auf diese zwei Stützpfeiler zu und lasse die Ecken auch links und rechts oben zulaufen. Hier kommt es jetzt echt auf Millimeterarbeit an, diese Ecken da tatsächlich perfekt auszurichten. Von der Hütte. Ich bin auf ca. 22 mm. Es ist echt super schwer. Aber es ist ein geiler Spot und dafür bin ich jetzt echt dankbar, dass ich den noch entdeckt habe, beziehungsweise dass ich das Auge dafür gehabt habe. Ja, jetzt habe ich doch noch mein finales Foto heute gefunden. Bam! Ja Freunde, jetzt kann ich richtig glücklich nach Hause gehen. Ich habe mein Foto gemacht, bin auch zufrieden damit und komme auf jeden Fall nochmal her und hoffe, dass die Bauarbeiten nicht in ein oder zwei Wochen hier schon beendet sind, damit ich mein Foto mit dem Schnee hier nochmal machen kann, weil die Sonne geht direkt hier in diesem Bilderrahmen über dem See unter und das wäre halt schon ein richtig geiles, kitschiges Foto. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Und dann freue ich mich auf viele weitere Videos und auf euer Zuschauen. Bye bye, euer Sigi, heute wieder vom Ammersee. Peace out! Kitsch is King.